So, hallo. Ich hoffe, der Ventilator ist nicht zu laut. Also er ist auf die leiseste Stufe eingestellt. Ich denke, man sollte ihn nicht hören. Man hat ihn eigentlich noch nie gehört. Ich sag's nur kurz dazu, er läuft im Hintergrund. Wenn man also ab und zu mal, jetzt dreht er sich gerade zu mir. Wenn man also ab und zu mal was vom Ventilator hört, dann wisst ihr Bescheid. So. Ja, ich muss wieder ein bisschen aufnehmen, sonst das übliche Problem. Ich glaube, wir haben mittlerweile hier alles an Sternen gemacht. Ne? Ich glaube, hier ist wirklich alles erledigt. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann gucken wir uns jetzt erst einmal wieder hier nach Secrets um. Da geht schon los. Sehr gut. Hier wird safe ein Stern auftauchen mit der Zeit. Da ist er, genau. Da ist auch einer. Es gibt ja wieder versteckt und dann gibt es wieder die sich mit der Zeit freischalten. Also, ne? Glühbirnenstopfer. Uiuiuiui. Da ist auch was. Aber nur eine Münze. Was heißt nur? Ist ja auch wichtig. Eine Brücke. Ist jetzt interessant. Oh, da frage ich mich jetzt schon wieder, ob die Brücke dann ein Level sein wird. Ah! Da war was. Münze. Ob die Brücke ein... Oh, hier hinten geht es gar nicht weiter. Ist das so eine vorletzte Welt oder sowas? Treffen wir hier dann schon auf... irgendeinen Hauptboss? Wirkt fast so. Weil es geht zumindest, geht die Welt nicht weiter. Na? Bin ich mal gespannt, was da kommt. Oder wer. Weil der typische Kirby-Boss ist ja DDD, aber der wird hier wohl kaum auftauchen. Wir haben es ja hier mit einer anderen Welt zu tun. Okay, ist hier noch irgendwas? Gar nicht so leicht hier zu suchen ist, weil alles so ein bisschen verkräuselt ist und verschnörkselt. Nee, hier bisher scheint hier nichts Neues aufzutauchen. Hier vielleicht im Wasser noch? Nee, okay. Also bisher nur einen einzigen Stern gefunden, als... Na, ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Weil das war es dann jetzt mit der Sucherei. Das war schon die ganze Sucherei. Okay. Also entweder die meisten tauchen da noch auf oder ich war jetzt halt zu schlecht zum Suchen und habe nur diesen einen gefunden. Das kann natürlich alles möglich sein. Egal, wir gehen ins erste Level rein. 4 Model Ds gibt es zu finden. Schauen wir mal. Ja, und eigentlich sind ja unsere eigentlichen Feinde, die Wottledees, sind ja gerade auf unserer Seite. Wir retten die ja. Also, naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielleicht wird sich das mit der Zeit klären. Oha, der Blick. Jetzt sieht richtig böse aus, so. Am besten, ich verpasse jetzt auch gleich wieder. Am Anfang die Mission, die wichtige. Damit wir auch ja alles nochmal machen müssen. Da wäre ich sehr dafür. Oha. Ist das eine Fähigkeit, dass wir so... Aha, Schneehaufen zerstören, okay. Also Schneeskulpturen, okay. 4 Stück gibt es da. Okay, jetzt will ich aber mal gucken, ob das eine Fähigkeit ist, die ich noch nicht kenne. Ah, ne, ist die normale Eisfähigkeit. Will ich die behalten? Ne, wir nehmen das Schwert. Wir nehmen weiter das Schwert mit. Solange Gegner auch nicht wieder auftauchen, brauche ich sie ja auch nicht zwingend. Sag mal, was ist denn mit der Kugel los? Nein! Wollte ich nicht. Das will ich. Sag mal, bin ich denn
So, ich sag's auch gleich, ich glaube, ich hab's schon mal gesagt. Sollte irgendwann mal doch nur ein Fortnite-Video kommen, gerade jetzt, wenn Schule wieder losgeht. Dann tut es mir leid. Ich bin tatsächlich teilweise ein bisschen motivierter, Fortnite aufzunehmen als Kirby. Einfach weil... Oh, da haben wir schon eine Mission gefunden. Sehr gut. Einfach weil... Ich weiß nicht, Kirby ist so... das nimmt man mal ein bisschen länger auf und dann hat man wieder ein bisschen was. Nur Fortnite nimmst du halt gefühlt täglich auf. Und dann ist diese tägliche Aufnahme auch mal zwei Parts. Und dann entstehen einfach dadurch automatisch mehr Fortnite-Parts, als dann bei der Kirby-Aufnahme Kirby-Parts entstehen. Und dann kann es passieren, dass ich mal nicht hinterherkomme und es halt dann doch nur die Fortnite-Parts gibt, weil ich einfach die Zeit nicht mehr finde, um Kirby nach aufzunehmen. Weil ich aber Fortnite nicht bevorzugt aufgenommen habe oder so, sondern weil es halt einfach in dem Moment, wo ich es aufgenommen hatte, sind es halt mehrere Parts geworden, die halt schon da sind. Und da, wo ich keine Zeit mehr habe, kann ich dann weder Fortnite noch Kirby aufnehmen, aber Fortnite ist halt gerade schon ein Part da. Na? So entsteht das dann. Sollte es passieren. Aber wir werden sehen. Oh, da kann ich mich wieder zu dem Dings verwandeln. Na, dann machen wir das doch gleich. Mann, ich lern's nicht. Nein, ich... Gib mir erstmal mein Schwert wieder. Oh mein Gott. Gib mir erstmal mein Schwert wieder. Danke. Jetzt so. Jetzt passt die Nummer. So. Treffer. Will ich hier nochmal zurück? Nee, es ist Quatsch, ne? Zurück müssen wir nicht nochmal. Oh, die Dose kriege ich wieder. Aua. Oh, ich bin runtergefallen. Das habe ich gar nicht realisiert. Hoppala. Ey, teilweise tue ich mir hier echt schwer, räumlich einzuordnen, wann ich wo runterfalle und wann nicht. Das ist ganz, ganz komisch. Siehst du, schon wie... Ich habe es nicht gesehen. Ich habe das nicht realisiert, dass ich da runterfalle. Das gibt's doch nicht. Erst wenn es zu spät ist, merke ich dann, dass ich gelaufen bin in den Abgrund. Ganz weird. Ganz weirde Sache. So. Okay, da ist der Stern, der mich weiterführt, aber wir wollen erstmal hier rüber. Yay, das ist der erste. Es ist auch tatsächlich der erste. Okay, cool. So, Energie wiederholt durch die fallen gelassenen Dosen. Sehr praktisch. Das ist das Coole an dem Automaten-Vollstopfer, dass man die Energie wiederbekommt. Ja, aber jetzt muss ich nur aufgeben, ne? Ja, ja. Natürlich. Okay, aber mehr scheint hier auch nicht zu sein. Da war eine Schneeskulptur. Ich habe die nicht gesehen. Das war purer Zufall, dass ich die mitgenommen habe. Da war einfach eine Schneeskulptur hinterm Baum. Oh mein Gott. Ich habe die nicht gesehen. Ich habe einfach nur mit dem Schwert rumgeschlagen, wie ich es halt sonst auch immer mache. Oh mein Gott. Mehr Glück als Verstand. Das hätte mich massiv geärgert, wenn ich die da verpasst hätte, weil das halt schon wieder das halbe Level zurückzulaufen. Also das, ja, das komplette Level nochmal gespielt. Weil ich dann nochmal das komplette Level hätte spielen müssen. So. Mach dich weg. Oh. Ist hier mehr? Nein, nur die Münze? Okay. Das ist gar nicht mal so ein schlechtes Versteck gewesen. Da hätte man mehr draus machen können. Du... Kollege. Da ist ein Wurdel, die drin, oder was? Ah, nee, nicht Wurdel, die, aber... Oh, okay, wir brauchen den Schuss, Kollegen. Na dann her damit.
Frage, wofür wir den brauchen. Aha! Skulptur Nummer 3. Aber dann geht's hier wahrscheinlich richtig weiter. Und hier ist wahrscheinlich der Bonusweg. Ah ja, okay. Bin so schlecht. Gott. Nach 3 Jahren habe ich dann auch mal getroffen. So, dann holen wir uns da drin noch unseren nächsten Waddle Dee, nehme ich an. Jawollo. Ah, ich muss erstmal die Schalter, ich Trottel. Ja, bei 3 Millionen Schüssen nicht so schwierig, ne? Bei 3 Millionen Schüssen natürlich nicht so schwierig, einmal zu treffen. So, Nummer 2. Juhu. Mal gucken, ob hier noch irgendwas versteckt ist, aber sieht nicht danach aus. Das war's. Okay, prima. Hör auf, deine Knochen zu werfen. Hasse dich. Ich kann so schlecht zielen mit dem Kollegen, ne? Ich meine, man sieht, dass es so eine Zieldings gibt, aber die funktioniert auch jetzt nicht so optimal. Ah, jetzt könnte sie funktionieren. Okay, in dem Fall funktioniert sie ganz gut. Ja, oder so. Nice. Nervensägen sind schon mal weg. Da oben wäre das normale Tor, aber hier ist auch noch was. Ah, Nummer 3. Sehr gut. Perfekt. Relativ schnell hinter 2. Hätte man mit ein bisschen Pech, kann ich mich daran hängen. Nein, kann ich nicht. Scheiße. Okay, dann wieder hier drauf. Hätte man mit ein bisschen Pech verpassen können. Oh, hier ist auch noch was. Aha. Eine Kapsel. Okay. Nice. Sammeln wir eigentlich mittlerweile schon Kapseln der Serie 2 auch im Spiel oder kann ich die nur in dem Automaten holen? Weiß ich gar nicht. Ist hier noch irgendwas? Nee, sieht nicht danach aus. Okay. Gut. Weiter geht's. Werd schon bisher nichts verpasst haben. Ich meine, es fehlt noch eine unbekannte Mission. Und da oben ist eine Treppe. Und hier unten ist auch eine Treppe. Und hier komme ich wieder nicht rüber. Achso, das ist auch komplett einfach dicht, okay. Und was wollte ich sagen? Und ein Waddle Dee fehlt uns noch. Also gut die Augen aufhalten nach irgendwas Unbekanntem. Vielleicht ist irgendwo wieder ein Post oder so. Na, man weiß es nicht. Oder noch ein versteckter Weg oder sowas. Hier sehe ich auf jeden Fall was. Noch eine Kapsel. Oha, 4 Kapseln schon. Wild. Hier ist nichts weiter Spannendes. Okay. Ja, wow.
Ach nee, weißt du was? Wir wechseln zu. Bombe viel besser. Okay, ich frage mich nur gerade, ob ich die Dinger auch irgendwie kaputt machen kann, aber dafür müsst ihr die Treppe... Oh, hier ist was! Okay, ich muss... Ah, da oben ist eine Treppe. Kann ich mit der Treppe da oben dann hier runterkommen? Weil ich muss irgendwie hier runter. Ja, kann ich. Ich sehe es gerade auch. Okay, das ist das. Das ist das Versteck. Da ist erstmal die, da ist erstmal die Skulptur. So. Dann kann ich mit der Treppe hier runter. So. Geht mir nicht auf die Nerven. Und dann kann ich hier kaputt machen. Und das ist safe. Eine Mission und vielleicht auch noch das Waddle Dee und alles gleichzeitig. Also auf jeden Fall ist es ein Waddle Dee. Aber keine Mission. Okay, schade. Aber der letzte Waddle Dee. So, was mich aber bei der Frage lässt... Wo ist die letzte Mission? Wir haben jetzt nämlich alles. Uns fehlt nur noch eine Mission. Und die Hoffnung ist natürlich da, dass die Mission noch kommt. Die ich sie noch nicht verpasst habe. Aber wir wissen es nicht. Kann ja alles Mögliche sein. Das wiederum wissen wir. Dass das alles Mögliche sein kann. Ja, da oben ist halt schon das Ziel. Also entweder ich finde jetzt hier noch irgendwas Missionsartiges... So, keine Ahnung, guck dir von der Spitze dieses Wasserturms aus alles an. Ja, nee. Das sind mehrere Schalter, aber... Aber das muss ich ja machen, also das ist ja keine Mission. Ich fürchte, ich habe die Mission verpasst. Oder sie kommt zum Schluss. So eine Mission, die erst ausgelöst wird, wenn man fertig ist mit dem Level. Aber dann halt ist es die Frage, ob wir die Mission geschafft haben oder nicht. Oh, halt! Ist das... Ja, ich kann hier rüber! Das ist die Mission. Nice, erreiche den Uhrenturm. Gut, dass wir noch geguckt haben. Gut, dass wir noch geguckt haben. Das hätte mich wieder massiv geärgert, wenn ich jetzt gelesen hätte, die Mission ist, erreiche den Uhrenturm. Oh mein Gott, hätte mich das geärgert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Sehr schön, Level komplett abgeschlossen. So muss das. Genau so muss das. Das ist alles noch Serie 1. Okay. Ah, okay. Serie 2 kommt auch. Ich habe nichts gesagt. Gut. Alles klar. Aber ich weiß, wie gesagt, bisher eh nicht, ob die Dinger für relevant sind. So, für mich sind die völlig irrelevant aktuell, muss ich gestehen. Also, ich freue mich, wenn wir sie finden, aber mir ist eigentlich egal, ob wir sie vollständig bekommen. Okay. So, jetzt haben wir 19 Minuten. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt gehen doch hier bestimmt noch mehr Sterne auf. Und dann könnten wir uns erstmal die anschauen. Dann machen wir nämlich das jetzt noch. Machen wir noch zwei kleine Missionchen, bevor wir die nächste große Welt machen. Anscheinend wurde ein neues Gebäude in der Stadt fertig. Oh, okay. Die Arena haben wir noch nicht. Ah, die Arena wollte ich... Okay, die Arena wollte ich eigentlich in dem Part... Ja, siehst du, habe ich vergessen. Wir machen jetzt... Okay, passt auf. Wir machen jetzt die zwei oder die drei Sterne, je nachdem, wie schnell das geht. Und dann im nächsten Part wartet die Stadt. Mit Arena und allem drum und dran, was Neues.
Und ich habe immer noch nicht die Codes eingegeben, die mir Counter gegeben hat. Mein Gott. Zünde die Lunte Bombenkettenprüfung. Wo bin ich denn? Ach, da drüben. Huch. Okay, das war die erste Runde. Ich denke, von außen das Ganze hier reinrollen ist am schlauesten. Ne? Ich sehe nur immer nicht, was ich bin und was Bomben sind. Lol. So. Aber ich habe das Gefühl, ich nutze überhaupt noch nicht den Effekt, wie die Bomben sich verhalten sollen, nämlich mit dieser Bombenkette. Die nutze ich noch gar nicht so richtig, die Bombenkette, habe ich den Eindruck. Niemand das könnte eigentlich. Okay, das war der. Achso, die fahren alle in die Richtung. Ah, ich verstehe. Dann dürfte es eigentlich am effizientesten sein. Ja, das war wieder Schwachsinn. Die immer in die Richtung zu schicken, wo es halt losgeht. Also ich schätze, ich mache das komplett falsch noch. Aber Hauptsache erstmal schaffen. ja. In wie viel Zeit sollte ich das eigentlich schaffen? 1:30. Okay. Jetzt gucke ich mal, ob da am Anfang ein Text kommt, der mir irgendeinen Hinweis gibt, wie ich die Bombenketten nutzen soll. Weil ich glaube, bisher habe ich es völlig falsch gemacht. So, habe ich dann einen Hinweis? Kein Hinweis. Also so richtig Sinn ergibt es für mich noch nicht. Es hätte bestimmt noch schneller gehen können. Ich glaube, ich mach's nach Gefühl, keine Ahnung. Hat's den da hinten nicht mitgenommen, das kann doch nicht wahr sein. Geh kaputt. Nein, da vorne ist noch einer, scheiße. Okay, nur noch die da hinten. Nice. Was tue ich? Jetzt kommen die Großen, ne? Ja. Naja, haben wir es ja fast geschafft. Also mir scheint, per Trial and Error funktioniert das ganz gut. Das wäre es ja fast gewesen, sind ja nur noch 5 Sekunden. Okay, kriegen wir hin. Ich nutze nicht wirklich die Bomben, wie sie gedacht sind. Ich gehe einfach drauf. Einfach drauf, einfach vom Wasser aus. Egal, wie es gedacht ist. Einfach drauf. Alles explodiert und die Geschichte passt. So.
bisschen komische Mission. Aber vielleicht ist genau auch das gedacht, dass man ins Wasser geht und dadurch wirklich 3 Millionen Kettenreaktionen auslöst. Ich weiß es nicht. Ich muss ein bisschen auf meine Energie jetzt achten. Aber Hammer. Easy. Ich meine, ich habe noch eine halbe Minute Zeit. So, kein Thema. Weil jetzt kommen schon die Großen. Ja, das war's. Ah, und da drüben erledigen die Bomben das von selbst. Sehr schön. Oh, wow. Also, die Brute Force-Variante sozusagen. Einfach drauf. Einfach irgendwie drauf, alles wild kombinieren und die Geschichte passt. Okay. Ja, habe ich nichts dagegen. Gucken wir uns eine noch an, würde ich sagen. Was haben wir hier? Krimskrams-Igel-Schatz. Okay, das ist wieder... Das ist wieder wahrscheinlich Kettenreaktion auslösen. Mit hinterherrollen. So, irgendwas runterrollen oder so. Keine Ahnung. Ja, rollen und werfen, genau. Erst alles einsammeln und dann werfen. Na, geh halt weiter. Einsammeln, werfen. Einsammeln. Einsammeln, werfen. Einsammeln, werfen. Einsammeln, werfen. Einsammeln, werfen. Einsammeln, werfen. Easy. Oha. Nein, ich muss den werfen, Mist. Oh ne, jetzt komme ich an den nicht ran. Ah doch, ich komme auch so ran, okay. Aber leichter natürlich, wenn man es richtig erledigt. Oh, das war's schon. Haben wir die Zeit erreicht? Nein. Es wird 10 Sekunden noch schneller. Okay, da muss ich ein bisschen strategischer vorgehen. Okay. Weil so langsam kam ich mir nämlich gar nicht vor. Deswegen habe ich so gedacht, vielleicht hat es gereicht. Aber nein. 10 Sekunden schneller noch. Okay. Hoppala. Gut. Rüber. 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 Sehr schön. Gleich weiter.
Ja, das hat vorhin massiv Zeit gekostet, dass ich da Quatsch gemacht habe. Das hat vorhin massiv Zeit gekostet, den Quatsch, den ich da gemacht habe. Den haben wir jetzt nicht gemacht. Easy. Wir haben 10 Sekunden mehr noch sogar. Passt. Sehr schön. Na komm, dann machen wir die Glühbirne auch noch. Machen wir die Glühbirne noch, dann haben wir gleich wieder 3 Sterne weg. Hey. 1,10 muss ich schaffen, okay. So, was muss ich hier tun? Leuchten und suchen. Oh Junge. Aber ich sag mal, das ist jetzt auch so eine Sache, den Weg weiß man ja dann das nächste Mal sofort. Außer die ändern den Weg jedes Mal, das wäre natürlich auch witzig. Lass mich in Ruhe. Hä, ist das eine Niete gewesen? Scheiße. Ja. Ach, hier, ja, okay. War dann dumm. Okay, muss ich mir merken, dass ich da nicht lang darf. Okay, die habe ich nicht gesehen. Nein! Okay. Das hat nicht hingehauen. Dann schon hier rüber jetzt, ne? Nee, war es nicht einfach die Mitte? Hier war die Mitte richtig, genau. Also dann wird es jetzt richtig wild. Und da oben waren jetzt irgendwelche Stacheln, die mich... Ach, da! Jetzt sehe ich die Dinger, okay. Ja, das war dumm. Und da ist einfach das Ziel. Nein, es hat nicht ganz gereicht. 3 Sekunden zu langsam. 3 Sekunden. Aber jetzt weiß ich den Weg. Oder 2 Sekunden, ja. Aber jetzt weiß ich den Weg. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Let's go. Ach, ich bin auch schneller, wenn ich... Oh. Wenn ich kein Licht mache, bin ich schneller. Das habe ich gar nicht gerafft.
Das ist ja auch witzig. So, hier geradeaus. Scheißdreck. Das schaffe ich jetzt schon wieder nicht mehr, ne? Da darf jetzt aber gar nichts mehr schief gehen. Oh Gott, 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 oh Gott. Ne, jetzt gehen die auch gerade hoch. Ne, das schaffe ich nicht. Da wäre das Ziel. Ja, okay, ne. Aber ich habe jetzt auch gelernt, ich bin schneller, wenn ich das Licht an- und auslasse. Nicht runterfallen. Sehr gut. Ja, das Runterfallen hat schon einiges ausgemacht. Jetzt haben wir noch 20 Sekunden. Jetzt schaffen wir das. Da warte ich auch kurz, bis die nochmal runter sind. So. Haben wir auch genug Zeit, um darüber zu schweben. War mir so sicherer. Okay, sehr schön. So, dann wie gesagt, nächstes Mal Waddle Dee Stadt neu erkunden. Vor allem die Arena werde ich mir anschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.